Hallo, damit herzlich willkommen zu Sachsen's Player Adventskalender, Türchen Nummer 16 und 15. Oder 15 und 16, je nachdem. Heute mal wieder im Doppelpack, hallo meine Süßen. Ja, gestern ging leider nicht zeitlich gesehen. Entweder ich nehme den ganzen Schnulli im Vorhinein auf, ich glaube, das mache ich jetzt auch mal auf die letzten Meter noch. Na, habe ich da, ja, keine Ahnung. Je nachdem, wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Mittwoch gehabt, heute ist Donnerstag und wir machen heute zwei Türchen auf und es gibt heute dementsprechend auch zwei, beziehungsweise noch als, sorry, drei was zu gewinnen. Ne? Wie immer gilt, der Gewinner von letztem Mal ist hier eingeblendet, aber auch schon alles erledigt. Die Tastatur liegt bei dir zu Hause. Also steht da an einen Hausbewohner übergeben. Check mal bei den Nachbarn ab, mein Schöner. Ne? So, fangen wir an mit dem Harry Potter Adventskalender. Als allererstes Stück 15 und 16 müssen wir öffnen. Hier haben wir die 17, hier haben wir die 19, hier haben wir die 18 und die 15. Das ist schon mal schön, dass wir schon mal die 15 haben. Und gucken wir mal, ob wir auch noch irgendwo dementsprechend die 16 finden. Aua, das ist spitz. Das ist sehr spitz. Zack. Eine Anstecknadel. Irgendwas in der Richtung. Das Symbol kenne ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Das ist das eine. Und jetzt brauchen wir noch die 16, die ist hier. Mhm. Es läuft. Plaste. Paracord. Nee, Paracord ist es auch nicht, aber es sind Schnürsenkel? Irgendwie sowas. Ich will es jetzt nicht aufmachen, sonst kriege ich es nicht mehr rein. Scheinen mir irgendwie Schnürsenkel zu sein. Mit Harry Potter Logo, also mit so Aufschriften. Keine Ahnung, hat schon irgendjemand damit was anfangen können. Okay, cool. So, widmen wir uns mal wieder den wichtigen Themen. Vor allen Dingen die komplette Tischdecke ist hier verschoben. Ich raste aus, ich glaube, sieht man eh nicht auf der Kamera, aber egal. 15 und 16. Hier haben wir die 16. Hier haben wir die 15. Sehr schön. Schieben wir das Ganze nach vorne. Okay, das sieht mir nach einem Soundmodul aus. Oder irgendwas in der Richtung. Okay. Ja, okay. Ich guck mir das mal kurz weg damit. Im Übrigen, der Herr vom Nordrhein hat sich schon beschwert, warum ich das ja nicht aufräume. Der Müll fliegt dann weg, wenn er wegfliegt. Ja, deswegen. Nur mal so als Anekdötchen. 11, 12, 13, 14, 15. So, Porsche, bla bla, bri, bra, pralala. So, heute folgt der Lautsprecher, ein weiteres Baumodul aus Kunststoff. Hm, ist richtig. Okay, warte mal, das muss so rum. Das heißt, das Gelump hier muss am Ende hier reingelegt werden. Sehe ich das richtig? Ja, so ein bisschen nach unten hinweg. Okay, das passt sogar sich ideal an, wunderbar. Das muss hier noch connecten und dann muss einfach nur das Gelumpe drauf. Okay, warte mal, kriege ich das so hin? Dürfte ja eigentlich weniger das Problem sein. Okay, das scheint mir so connected zu sein. Und ist auch wieder disconnected. Freut mir. Ist nur eine Nadel? Eigentlich müssten es zwei sein. Oder ist das nicht? Da unten kannst du. Ah ne, das sind zwei Nadeln. Zwei Nadeln und zwei Nadeln. Es ist auch alles immer so sehr dürre. Also sehr. Naja. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, ich. Achso, halt, warte. Ne? Warum muss das eigentlich immer so friemlich sein? Kann man das nicht... Ah ja, jetzt. Oder? Naja, also so... Ah! Aha! Sehr gut. Ja gut, das hier unten, das passt soweit. Sehr schön. Ja, haben wir so mal live zusammengebaut hier. Dann wird der Scheiß hier reingedrückt. So, und dann geht der komische Deckel
Hier so drauf. Aha. Also so halb. So. Und dann nehmen wir das. Und dann nehmen wir das hier. Wir holen noch zwei Schräubchen. Da sind sehr viele Schrauben mit drin. Also ich glaube, wir müssen hier noch eine Menge Schrauben. Also eine ganze Menge Schrauben. So. Mache ich mal das hier rein. Dass das hier so drin ist. So, einmal. Und zweimal. Aber irgendwie den Button zum Soundmodul haben wir ja immer noch nicht. Ne? Also ich bin gespannt, wann das kommt. So. Und vor allen Dingen, ob wir alles richtig gemacht haben. Das wird das nächste Ding sein. So. Wunderbar. Das ist das eine. Dann gehen wir zum nächsten. Und ich glaube, das ist wieder Müllbox Nummer 16. Hält eine besondere Überraschung für Sie bereit, indem Sie einen hochwertigen Magneten. Einen hochwertigen Magneten verwandeln Sie zum Beispiel Ihren Kühlschrank. Ja, coole Sache. Also das Gelümpf, was wir auch schon mal hatten. Irgendwo hier. Magneten. Toll. Gut, dann würde ich sagen, Entschuldigung, haben wir das auch erstmal. Freut mir. Jungs, Mädels, was könnt ihr heute gewinnen? Und zwar, dadurch, dass wir jetzt zwei Plätze haben. Platz 1 bekommt einen, ist auch eingeblendet, Siku. Und zwar die Modellnummer 3000, lässt du mich mal bitte ranzoomen oder? Nö, lässt du mich nicht ranzoomen. Ein Quadrak. Ein Siku Modell 3275, ein KCH Quadrak 600, Maßstab 1:32, das ist das eine. Platz 2 bekommt ein Siku 3068, ein Abbey Terra Truck, Maßstab 1:32. Und als kleine Sorry, dass gestern kein Video kam, gibt es noch für den dritten Gewinner einen 10€ Amazon-Gutschein. Link immer in der Videobeschreibung verlinkt, sollte klar sein. In dem Sinne, ich bin erstmal raus, wir hören uns morgen wieder, viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück beim Gewinnen. Hm? So. Und heute Abend um 20 Uhr der Livestream. Rübenernte, by the way. Wer das sehen will, dritter Link in der Videobeschreibung. Bis morgen. Tschüssi.